Moin, willkommen zurück zu Project Gotham Racing 4 oder kurz PGR 4. Wir hatten im letzten Part einen richtig großen Spaß gehabt mit dem QXXCCX, weil der uns richtig viel Laune gemacht hat beim Fahren. Und diesmal hingegen machen wir weiter mit der Einladungsmeisterschaft bzw. die normale Meisterschaft, die wir bekommen haben. Es geht nämlich zu der Major-Meisterschaft und das ist ein Zeitrennen, ein Knockout Major America. Das ist Klasse D und wir werden Cubic fahren. Wir haben verschiedene Autos zur Auswahl, den Lamborghini Diablo VT 6.0 SE, den TVR Zagaris, den BMW M5 E60, den Mitsubishi Lancer Evo 8, den Rocket Company und den Ford GT40 MK1, den Aston Martin Vantage Express, den Aston Martin V8 Vantage, den Rover RK Coupé, die Shelby Cobra 427, die Ferrari 355 F1 GTS, den C8 Leviette LVB, die Corvette ZR1, den Audi R8. Ja, ihr seht, wir werden natürlich den Lamborghini Diablo VT fahren, weil ich habe Bock, ich mag das Auto und es ist einer meiner Lieblings-Lamborghinis. So, wir drücken mal Informationen. Der VT 6.0 SE war das letzte Modell der legendären Diablo-Baureihe. Der Diablo VT ist ein großer Wagen und schwerer als viele seiner Rivalen. Schnell, Strecken mit weiten Kurven, auf denen seine brachte Spitzengeschwindigkeit am besten zur Geltung kommt, sind seine Spielweise. Sein Allradsystem sorgt dafür, dass das Heck unter Kontrolle bleibt. 2001 muss aber dazu sagen, dass Lamborghini bei diesem Auto vieles beim Design vieles verändert. Ich nehme mal diese Farbe, die sieht schön aus. Ja, das war sozusagen auch der letzte Diablo, der überhaupt allgemein hergestellt wurde. Ansonsten sind die dann direkt zu Musolago geworden. So, Qualifikation. Moment, war das nicht Zeitrennen? Ah, egal. In Cubic, diesmal Nebel. Und eine Sache, die ich bei diesem Lamborghini sehr schön finde, ist die Tatsache, dass der Lamborghini Diablo einer der ersten Lamborghini ist, die einen richtig schönen Elektroeinspritz, also wirklich so Einspritzsystem anstatt Vergaser haben. Die vorigen hatten Vergasermotoren und der da hatten Einspritzsystem. Müssen wir jetzt erst bleiben, schaffen wir. Ja, ist so schön V12-Sauger. Ach ja, die vorderen Scheinwerfer, die sind nicht von Lamborghini. Nein. Jetzt kommt die große Überraschung. Die sind von Nissan. Die vorderen Scheinwerfer. Ich habe jetzt irgendwie nicht gedacht, warum die das jetzt von Nissan ausgerichtet genommen, aber wenn das jetzt unbedingt ins Teil helfen würde, dann wieso nicht? So. Ja, gut gedreht. Allradantrieb habe ich auch gehört, dass das Ding auch Allrad hat, aber es ist nur die stärkeren Varianten bekommen haben. Die normalen haben immer Heckantrieb bekommen. Erst wenn Audi gemeint hat, ja, ich werde den Konzern und Marke übernehmen und kaufen, und dann auf einmal mache ich daraus einen Allradantrieb, was hat sich gelohnt hat, weil die Autos an sich vom Antrieb sich sehr gut fuhren. So. Allerdings mag ich die Klappscheinwerfer-Variante mehr, weil das Aussehen vom Klappscheinwerfer hat irgendwie den Stil, die gewissen Etwas. Ich sag jetzt nicht, dass dieses Auto hässlich aussieht, gar keine Frage, aber trotzdem fand ich die Klappscheinwerfer-Variante immer noch schöner. Das ist für meine Meinung aus. Und das Heck des Klappscheinwerfers war auch ein bisschen gut, aber hey, das Heck sieht noch schön drum, also immer noch zeitlos aus. Wir werden natürlich in der nächsten Runde natürlich die Innenraum durchsichtig fahren. Da draußen ist aber richtig viel kalt draußen. Also falls ihr zum Beispiel nach draußen geht, muss ihr irgendwann mal eine warme Jacke anhaben, Mütze und so, und egal was. Da wird man problemlos draußen erfrieren. Es ist wirklich gerade mal minus 1 draußen gerade. Manchmal sogar minus 2 sogar auch. Das ist bei Cubic, wenn man hier diese Umgebung, vor allem mit Nebel, sieht auch nicht anders. So. Auf
so ein Klasse D-Fahrzeug fährt sich das auch so richtig schön an. So, wir werden in den Innenraum gehen. Und ja, typisch Lamborghini. Der Innenraum ist sportlich als auch ein bisschen elegant gehalten, sagen wir mal so. Die Tachos irgendwie erinnern mich nicht wirklich an den ersten Lamborghini Diablo, sondern eher an eine, ja, wie sagen wir mal, getunten Lamborghini-Fahrzeug. Weil die getunten hatten irgendwie, glaube ich, so diesen speziellen Tacho mit Carbonaufschnitt, aber ansonsten sind die Lamborghini-Tachos weiß, hauptsächlich. So. Und ja, was sollte man ansatzweise darüber denken? Nebel hier durchzufahren und vor allem mit diesem Fahrzeug ist höchstwahrscheinlich nicht gerade die beste Idee, aber was soll man dazu erwarten? So. Tja. Dass selbst der Carbonhalter für den Lenkrad Carbon ist. Also knapp. 744 Kudos haben wir jetzt gerade mal insgesamt gesammelt jetzt in dieser Strecke. Ist das gut? Nein. Und mein Controller vibriert richtig viel. Meine Hand. Aber was sie mit dem Spruch meinten, dass er Allradantrieb hat und auch dass der auf einmal nur das damit er kontrollierte, das stimmt allerdings auch, denn der Serien Diablo, der hatte damals noch Heckantrieb gehabt. Und ich sag mal so, die Fuhrweise von den Fahrzeugen ist wirklich eine Herausforderung. Man muss wirklich sozusagen großen Mumm dazu haben, um die Dinger zu fahren. Das war beim Kutach auch nicht anders, da haben die, glaube ich, auch sich so komisch gehalten wegen der Gewichtsverteilung. Aber ansonsten ist es ein gutes Auto. Kann man nicht nein sagen zu diesem Auto. Ich mag das Auto. So, der Ducati-Fahrer ist geblieben, weil die anderen ausgesetzt sind. Nächste Etappe. Wieder ein Straßenrennen. Abraham Schlachtfeld. Fuck die war nicht, wie die Bezeichnung das ist. So, der Motorradfahrer denkt sich, ich werde mit ihm ewig bleiben. So. Hingegen muss ich erster sein, während das hier vorher nach. Wie es nach vorher noch mit zweiter Platz ist, hier muss ich erster werden. Und der Audi R8 Fahrer denkt sich, ich mache hier keinen Platz. So, tut mir leid, aber du musst mich vor mir sogar nahtlos Platz machen. Ich mach dich fertig. Ja, wie soll ich dich fertig machen, wenn ich nicht mal weiß, wo seine Adresse ist? Oder wie er überhaupt noch hingeht. Könnte ich ihm per Person fertig machen, wenn er so weitermacht. Wenn ich ihm sagen, hey, du hast doch im letzten Rennen deinen Audi R8 schlecht gefahren, ne? Du bist ein mieser Audi R8 Fahrer, ne? Jetzt wirst du nicht mehr ein Auto benutzen können, ne? Jetzt wirst du dich peinlich, ne? So ungefähr. Aber da er jetzt nicht, da er mir leider seine Adresse nicht verrät, dann muss ich ihm irgendwie anders fertig machen. Kennt man ja, Mobbing und so. Mobbing ist ja schon schlimm, aber wenn man mit diesem Mobbing ankommt, ist es ja schon extrem. Also Leute, bitte nicht nachmachen, das mit dem Thema, dass du jemanden mobbst oder nervst. Weil das wäre jetzt gerade ironisch, also wirklich so ein Witz gemeint. Ansonsten nicht jemanden mobben, ja? Das ist das Schlimmste, was du jemals machen würdest, jemanden auf die Nerven, beziehungsweise also nicht nur einfach auf die Nerven gehen, sondern mobben. Gibt's einige Leute, die machen wirklich absichtlich Dinge, die nicht schön sind. Zum Beispiel
schmeißen Dinge vom Butterbrot von jemandem weg und sagen, na, wie gefällt dir? Das ist immer wieder hauptsächlich dieses Mobbing-Thema, was damals in Schulen noch war. Oder dass sie zum Beispiel Gegenstände davon geklaut werden. Das ist an sich nicht gut gewesen, muss man dazu sagen. Wer mobbt, der ist nicht gerade der Beste und der ist außerdem auch nicht gerade der Hellste in der Birne. Hauptsächlich sind Mobber nur die eifersüchtig sind oder irgendwie nichts drauf haben. Oder zumindest eine Hochnase haben. So, aufpassen. Mal sehr gespannt auf den neuen Gran Turismo 7 Update. Hoffentlich kommt irgendwann mal ein neues Update zu Gran Turismo 7. Ich warte schon seit Anfang des Jahres. Mittlerweile schon auf ein neues Update, weil das Update, das sie letztens gebracht haben, das war auf jeden Fall gut mit der Autoauswahl. Aber ich möchte mehr. Und wer ist es so schön, wenn man mehr haben will, bekommt, muss man auch mehr bekommen. Es wurde auch von der Xbox Direct auch die... War es Xbox Direct oder war es jetzt ein Showcase? Na egal. Da wurden neue Informationen zu Forza Motorsport vorgestellt und... Gut, 500 Autos ist an sich jetzt nicht direkt schlimm. Schön ist an sich okay, in Ordnung, wenn man die gut detailliert alles gut gestaltet und das und dazu sozusagen sich Zeit nimmt. Forza Motorsport an sich ist ja ein Rennspielteil, das hauptsächlich nur für... Also... Der größte Teil, nicht nur Serienautos, sondern auch Rennautos. Das ist bei Forza Horizon ein bisschen anders. Forza Horizon ist ein Open-World-Rennspiel, wo es mehr auf Serienautos gelegt ist, anstatt Rennwagen. Aber ich hoffe vom Herzen, dass der neue Forza Motorsport-Teil ähnlich wie Forza Motorsport 4 wird. Weil Forza Motorsport 4, muss man ganz ehrlich sagen, das ist nicht nur der beste Teil, das ist außerdem auch der letzte richtige Teil, was wirklich von den Entwicklern Turn 10 richtig gemacht wurde. Forza Motorsport 5 hingegen hat irre viele Inhalte weggestrichen. Forza Motorsport 6 hingegen hat die Inhalte wieder ein bisschen reingebracht und ist ein besseres Spiel. Ist aber auch trotzdem ein gutes Spiel. Forza Motorsport 7 hat irre viele Autos, ist aber total unnötig mit dem Thema Qualität, haben die irgendwie verschlechtert. Und. So, die letzte Etappe ist ein Fahrerduell. Kopf um Kopf. Zwei Runden. Gegen wem? Sehe ich leider nicht. Sieht aus wie ein Aston Martin-Fahrer. Ist es auch. So, ich werde dich fertig machen. Hab ihm direkt auf dem Geraden fertig gemacht. Nee, also es gibt manchmal Autos, die haben Vorteile. Und es gibt Autos, die haben Nachteile, Vorteile. So, immer interessanter Name, Julie Talbot. Da wurde es, glaube ich, eine ehemalige Marke gewesen, reden später drüber. Nee, wenn du zum Beispiel jetzt hier wie Allradantrieb hast, kannst du problemlos den Versich machen bei Beschleunigung. So. Bei Kurvenfahrten auch. Wenn du zum Beispiel jetzt einfach ein Auto baust, das Leistung hat, aber nur Heckantrieb, dann musst du es besser kontrollieren. Es sei denn, das ist ein sehr schlechtes Auto und dann kannst du es nicht mehr kontrollieren. Ah, der V12-Sauger, wer hätte das gedacht? Ich glaube, der 6.0 VE, oder? Ich glaube, das war das VE, ne? Der hatte, glaube ich, so 520, 530 PS, glaube ich. Ich möchte jetzt nicht falsch sagen, vielleicht hat er sogar mehr oder weniger. Auf jeden Fall der Lamborghini Diablo SV hingegen, also Super Veloce, der Super Lamborghini SV, den vor Facelift, sagen wir mal, also mit dem Klappstein, aber der hatte sogar 510 PS, ich weiß das. Aber der 6.0 VT, genau VT, hat sogar mehr Leistung als der SV. Slide.
eigentlich, also gibt das gar keinen Sinn. Der Powerslide ist eigentlich, obwohl doch, Moment, das Ding hat Allrad, Entschuldigung. Ich nehme alles zurück, es gibt doch Sinn. Also der Innenraumfahrt bei diesem Spiel, ich wiederhole es nochmal, ist traumhaft. Traumhaft, dass die Entwickler sowas sich Zeit genommen haben, den Innenraum so schön spektakulär die Kamerabewegungen und Winkelungen bei diesem Fahrt zu machen. Das letzte Spiel, wie schon gesagt, war Gran Turismo 7, dass ich so viel Spaß hatte mit dem Innenraumfahren. Ansonsten gibt's nicht wirklich. Ah, nein, ich habe den ersten Unfall gemacht. Nein. Spaß. Nein, ansonsten gibt es nicht wirklich viele Rennspiele, die diesen schönen spektakulären Innenraum haben. Gab es noch den Need for Speed Shift 2 mit der Kamerawinkelwackelung. Und das war auf jeden Fall sehr interessant. Mit dem Kopf zur Kamera. Kopf zur Kamera, habe ich gesagt. Ne? Muss dazu auch ein bisschen erwähnen, dass die mit dem Thema Kopf zur Kamera sehr interessant gestaltet haben. Ansonsten würdest du nicht wirklich viele Rennspiele diese Ideen haben. Wenn es ist wahrscheinlich sagen, ja hier, Kopfperspektive, hab Spaß damit. So steril wirkend. Es gab sogar Rennspiele, die haben sterilen Kopfperspektive, die irgendwie nicht gerade sehr interessant aussahen. Ich glaube, das war Race Up a Grid, glaube ich. Da hatten die irgendwie einen sehr komischen Innenraum gemacht. Das ist ein funktioneller Innenraum, aber es ist nicht sehr schön. Naja. Gibt es schon bessere. Aber gut, es ist ein altes Spiel. Ich würde jetzt auch nicht direkt mobben, aber Project Gotham Racing 4 ist auch ein altes Spiel und hat das irgendwie vom authentischen Klang irgendwie besser hinbekommen. Naja. Dann gibt es noch Test Drive Unlimited. World mit Kopfperspektive. So. Ja, die Kurve. So, dann will ich wieder mal aus dem Perspektive fahren. Okay, erster. Schöne Fahrt mit dem Diablo. Also ich mag das Auto. Hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht, diesen Auto zu fahren. Hat sich gelohnt, auf jeden Fall, Geld für dieses Auto auszugeben. Ich guck mal die Aufzeichnung kurz. Und die Fotomodus. Yay, ich gehe mal ein bisschen. Okay, der Regen macht es auch nicht gerade viel besser. Die Scheinwerfer des hinteren Autos, die sind so schön zu erkennen. Nicht? Ich hätte es mir auch anders denken können. Gehen wir hier so vorne. Da wirkt das Auto irgendwie ein bisschen armselig so. Nein, ach egal. So, Effekte. Machen wir hier nicht ganz so. Kontrast machen wir so. Warte mal kurz. Diese Scheinwerfer, die verdorben mir das Licht. So, ich mach das jetzt mal so. Der Kontrast etwas anders. Sepia, wenn wir jetzt. Das Rauschen, wenn wir jetzt ein bisschen. Verwackeln. Okay, verwackelt ist blöd, machen wir mal nicht. Tunnel-Effekt. Etwas. F-Stop. Mal die andere äußere Unschärfe. Gattentiefe erhöhen wir ein bisschen. Oder Schärfentiefe, ja. Okay, dann. Super Foto. Sieht hier schön aus. Okay.
Gut, das Auto sieht auf jeden Fall schön aus. Und dann speichere ich selbst noch die Wiederholung. Zack. So. Major beenden. Auf jeden Fall ein schöner Rennen und wir haben den Major gewonnen. Wir haben den Major gewonnen und wir sind Zweiter in der Top-Liste. Okay, es dauert nicht mehr lange, da sind wir schon mehr Erster in der Liste oben. Das ist sehr gut. Ja, da haben wir nicht wirklich viele Kudos. Und es geht jetzt nach Asien wieder. Habe ich gesehen. Nee, doch in Europa. Hä? Haben wir schon gesehen. Vier Meisterschaften. Lass uns mal sehen. Wir haben die UK Masters. B-Klasse. Überholen. Zeitfahren. Straßenrennen. Tempoversuch. Und Straßenrennen. Und Ausscheidung. Gucken. Was haben wir denn für Autos? Den Pagani 211. Ferrari Enzo. Den Maserati MC12. Den Ruf RT12, den Dodge Viper Competition Coupé, den Joss Supercar, den Lamborghini Murciélago LP46, den Ferrari GTO Evolution, ne? Den Jaguar XJ22S, den Radical SR3 Turbo, den Palma GFP1, den Ultima GTR, den Ariel Atom 300 Supercharger und. Wir hatten zwar diese Meisterschaft, aber ich würde es jetzt noch machen, weil, wie schon gesagt, dauert nicht mehr lange, bis wir Erster sind. Den RT12 sind wir sogar gefahren. Ja, den sind wir sogar gefahren. Ich kann mich noch an den interessanten Spruch erinnern. Sehr nett. So, gucken wir mal ein Auto, was wir nicht gefahren sind. Heute ist Lamborghini-Tag. Ne, wir werden den Ferrari GTO Evolution fahren. Dieses Auto, das uns als Rivale stand. So, wir gucken mal, was er gut kann. Einstufung verrückt. Ja, das Ding ist verrückt. Wir schauen nicht, warum was verrückt sein sollte, aber egal. Der Profis Ferrari hat nur 5 Modelle des 288 GTO Evolution gebaut, der ursprünglich für die Teilnahme an den Gruppe B gedacht war. Der Evolution Modell ist wesentlich leistungsstärker, aggressiver und ein aerodynamisches Karosserie-Styling als der Standard 280 GTO. Kann man merken, was die Designer sich getobt haben. So, wir werden natürlich das Auto nehmen. Wieder mal dasselbe Event wie vorher in London mit Regen. Werdet sicher merken, das hatten wir schon dieses Rennen. Ich weiß, aber ich kann jetzt kein schwächeres Rennen nehmen als das und die Klatsche sehen, wie sieht's aus. Ich möchte kurz mal gucken, was da unterwegs ist. Aber ja, das stimmt. Das Auto wurde für die Kommunikation der Gruppe B entstanden. Wow, Regen. Der Turbo-Sound ist interessant. Wow. Ein altes Auto, aber immerhin ist der Turbo-Sound interessant. Das ist etwas. Hey, Lamborghini Gallardo, ich würde dich gar nicht. Geh mir aus dem Weg, 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 geh mir nochmal aus dem Weg. So, au, FPS, danke für die Hilfe. FPS-Zahl lässt grüßen, noch 2 Fahrzeuge. Das geht sehr schön. Aber ich habe nichts dagegen, dass man hier wieder in London fährt, weil. Ah! Weil, ah, kein Spaß. Weil ich sehe die Strecke sehr selten in den Spielen. So. Bitte, geh mir aus dem Weg, hab ich dir nochmal gesagt. Soll ich das doch drittes Mal noch mit erwähnen? Danke. Respektlos, echt mal. Ältere Fahrzeuge nicht zu respektieren, das ist wirklich Demütigung fürs Alter. Der Joss Supercar fuhr sich auf jeden Fall interessant bei dieser Strecke, aber der Ferrari 280 GTO Evolution ist irgendwie. Wow,
ist ein Fahrzeug, das auf Druck mehr auf Druck gestellt ist, sagen wir mal so. Halt die Kurve bitte. Halt die Kurve, so schnell fahren kannst. Was wollt ihr denn? So weit könnt ihr nicht entkommen. Ah, seht ihr, ich habe euch überholt. Zwei auf einen Streich. So. Ich werde den Innenraum gleich Besuch abstatten. Ja. Der Sound gefällt mir einfach vom Auto. Man muss dazu erwähnen, der Motor wurde nicht in den F40 verwendet, der wurde sogar solches dann ummodifiziert. Wow! Fahr bitte, nicht überholen lassen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass er sich weigert, den niedrigen Gang, den höheren Gang zu machen. Oder den niedrigen Gang. Dass er sich gezwungen fühlt zu schalten. Ja, das Beste daran ist, noch vor dem Ende noch das den Rest für das Auto geben. Weil wir es können. So. So. Sieben Fahrzeuge. Oh, die haben sich erschrocken gefühlt. Direkt abbauen die ganzen Zuschauer. So, den Yamaha-Fahrer haben wir überholt. Nächste Etappe. Zeitfahren. Naja, kennt man ja. Und diesmal in einer etwas trockenen Strecke. Rolling Start. Machen Sie sich bereit. Ey, Mann, ist das Wetter noch normal. Ich könnte noch kurz in den Raum gehen. Ja, das ist interessant, den Raum, sag ich mal. Normalerweise würde das jetzt alles funktionieren, aber irgendwie ist es bei diesem Auto nicht mehr der Fall. Au. So. Der Turbo sonst ist auf jeden Fall sehr laut. Sehr laut, sehr, sehr, sehr laut in dem Raum. Man kann das alles hören. Hört ihr das? Au, Bremsdrift. Zwei Runden habe ich Zeit, das zu fahren. Boah, macht das einen Heiden Spaß mit dem Auto zu fahren. Also, ich sag mal so, das Auto macht auf jeden Fall Spaß zu fahren. Au! Und ich unterschätze jedes Mal die Kurve. Vielleicht sollte ich es mal lassen, einfach nur Spaß zu haben, sondern vielleicht sollte ich mal ein bisschen auf die Straße achten, wo die Augen umsonst auch gehören sollten und nicht nur auf den Tacho und nicht nur auf die Leute und nicht auf die Karte. Ansonsten, wow. Hat man auch die Kameraperspektive nicht nur im Innenraum fahren. Ich muss mal gucken, wie es jetzt in der Motorhaubperspektive ist. Ist ja noch lauter. Und direkt. Ist das schön anzuhören. Also diese Turbo-Sounds, die hier hört ihr selten entspielen. So schön. So. Jetzt weiß ich nicht, warum der sich gut mit dem Jaguar XJ22S durchgehalten hat, weil der wirklich auf Track basierend ist, aber der ist nicht auf Top Speed. Der ist nicht auf Top Speed gelegt, so, das wollte ich sagen. Ach, jetzt können wir das Tacho sehen, das ist interessant.
super Auto von ein super Auto für das Modulieren der ganzen Optik, sage ich nur. Und ich habe das Auto irgendwie ein bisschen zugesetzt, weil ich jedes Mal in der Wand knalle. Deswegen meinten die auch verwirrt, weil das Auto sich sehr schön Anführungsstrichen fährt. Und das ist irgendwie lange besetzt sein Getriebe. Gut, der hat ein 5-Gang-Getriebe, kein 6-Gang. So, bin weiterhin Erster. Erster! So soll das sein! So, der Motorradfahrer hängt mir immer noch hinten. Das ist unfassbar. Ob er die Dodge Viper überholt. Knapp, er hat die Dodge Viper nicht überholt. Ich bin weiterhin Erster. Nächste Etappe. Straßenrennen. Trafalgar Tour. Diesmal in einem ganz normalen Wettner. So. Mal gucken. Als ich den Jaguar gefahren bin, habe ich den gemerkt, dass ich ihn sehr schnell. Sehr schnell kommen. Oh, 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 oh. Ey! Alles klar? Du hast zwar. Was war das für ein krasser Start? Also, das war ein richtig chaotischer Start. Nett. Sehr nett. 3 Runden haben wir Zeit, das Rennen zu fahren. Und ich bin Erster direkt. Von einem chaotischen Start, um es dazu erwähnen. Star Bonus. Boah, Kudos sammeln mit dieser Maschine. Oh Mann, das ist schon seit einer her, seitdem wir so eine Herausforderung haben mit schnellen Autos und Driften. Ist der hinter mir? Ah, oh, das ist die Dodge. Die überraschende Dodge, die sich auch gut fuhr. Au! V8 Twin Turbo, ja, oder B-Turbo war das. Ich glaube, nee, der hat B-Turbo, Entschuldigung, der hat keinen Twin Turbo. Der Ferrari 82 Turbo Evolution hat einen B-Turbo, einen kleineren und einen großen. Respekt. Aber wir sind sogar auf Zweiter geworden. In der kompletten Rangliste. Das heißt, es dauert nicht mehr lange, bis wir komplett Erster sind. Was sehr gut ist, so. Die erste Runde dauert es wirklich lange, das Rennen zu können. Aber wir sind sehr nah dran. Diese Runde ist nicht zu verloren. Wie lange dauert diese eine Runde? ...1,47, das ist interessant. Hier diese Stelle nehmen, diese Strecke. So. Sound gefällt mir von diesem Auto. Es ist wirklich einer der besten Turbo-Sounds in den Callaway CV Sledgehammer, den SSR. SSR? Ja. Au. Das einzige Problem, was dieses Auto leider hat, der startet direkt nur im zweiten Gang direkt, anstatt den ersten zu benutzen. Also hier gerade muss er eigentlich nur runterschalten. Aber irgendwie kriegt er es nicht hin, wieder runterzuschalten, das ist die Automatik. Also hier, okay, hier ist es in Ordnung, diesen zweiten Gang. Aber vorher, als ich jetzt zum Beispiel auf die Barrikaden geknallt bin und so sozusagen unter 40 bin, da ist der ganze Zeit immer noch im zweiten Gang geblieben. Also ich denke mir gerade, warum sich die KI sich denkt, oder warum die Automatik sich denkt, ja komm, wir bleiben jetzt in diesem Gang. Bremsflinte. Der Brite ist wirklich hinter mir. Ja, sehr gut, der Brite. Au! Komm wieder, ich glaube nicht hingeht. Und die FPS ist alles größten. Das ist ja schön.
Jetzt weiß ich, warum die mit extrem hatten. Das Auto ist nicht nur schnell, das ist auch ein Drift, also driftfreudiges Auto. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht diese Tor also ihr wisst schon, dass wir über die Tore fahren und so. Weil das war schon eine Herausforderung, eine Hausnummer, muss man dazu sagen. Das ist nicht gut. Der holt mir recht gut ein. Also die Dodge Viper haben wir schon gemerkt, das war ein Rennen Dodge Viper und die war gut eingestellt. Und was ich da mache, das ist nicht gut. Bitte, halt die Köpfe. Sehr gut, oder nicht sehr gut die Kurve genommen. So soll es auch sein. Hör auf, bitte zu driften, bitte, wir haben keine Zeit. Wir sind erst da. Puh, war auch ein bisschen knapp, muss man dazu erwähnen. Ich glaube, das sind noch drei Etappen übrig. Jetzt wollte ich das wissen. Ja, 3 von 6. Drei Etappen sind noch übrig, hoffentlich schaffen wir das. Und dieser Schweiper ist zweiter. Okay, hier ist ein starker Rivale. Wir sind zwar weit vorn, aber wir könnten mit jedem Fehler nach hinten loslaufen. Nächste Etappe. Das ist ein Tempoversuch. Ja, kennt man ja. Für Ihre Majestät. 489. Okay, das schaffen wir. Das Auto kann problemlos durchfahren. Außer mit Regen. Das kann er nicht. Oh. Aquaplaning. Start 85. Nicht schlecht. Ja, klar, direkt nach der Kurve. Was seid ihr denn für Spaßverderber? Okay, wir brauchen nur noch eine Geschwindigkeit, dann sind wir Erste. Schon erster. Gut. Das war auch ein sehr schnelles Rennen. Ich geackert 6:35. Auch hier wieder erst. Wir haben kaum Kudos gesammelt. So. Dieser Schwapper ist wieder mal erster und voll mit Regen hier. Dieses Rennen. Das ist ein Straßenrennen wieder und diesmal eine ganz einfache Strecke. 3 Runden. Okay. Wir schaffen das. Außer die Strecke ist nass. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ihr wisst, nasse Strecken haben öfters mal ihre Folgen, dass sie sehr rutschig sind. Au, so wie jetzt gerade. So wie jetzt gerade. Das war ein schöner Aquaplaning.
Die hatten Probleme auch mit der Kaplanin. Zieh. Wir können es schaffen. Boah, die FPS war auch nicht gerade die schnellste. Noch irgendwie nicht wirklich mitgehalten. Machen wir mal hier. Es waren noch vier Kudos. Wir sammeln sehr gut und mit auf den Straßen. So. Der Beifahrer ist auch gerade mal sehr schön gerichtet. Insgesamt brauchen. Ich sehe langsam, dass der Regen. Ja, gut. Bei der Wissenschaft würde ich mich jetzt nicht wundern, dass es langsam angefangen hat zu regnen. Das ist nicht schön. Dann heißt es, wir haben nächstes Rennen höchstwahrscheinlich wieder warm. Viel Regen. Das ist jetzt wiederum wieder gleich eng. Schön Essen im Magen behalten. Aber Mann, ist das aufregend. Wir haben vier Kudos gesammelt in dieser kurzen Strecke und das ist auf jeden Fall interessant. Naja, jetzt auf jeden Fall Spaß gemacht, diese Strecke zu fahren. Okay. Ja, wieder ist die Dutch Viper auf dem zweiten Platz. Ich glaube, der Trapper wird auch ein Hauptgegner sein. Sag mal, wie fährst du das Auto? Ausscheidung. Big Ben 10. Wow, was für ein Wortspiel. Der Motorradfahrer macht kurz mal sein Handschuh kurz mal fest. Weh, du fährst neben mir. Du hast mir im letzten Rennen wirklich mal das war die Nerv geraubt, als du mir Platz weggenommen hast. So. Oh, Aquaplaning. Also ich wusste, dass noch was übrig ist. Okay. Silvia Ferra. Was für ein toller Name. Ein Italiener und der soll sein Nachname Ferrari heißen. Fährt aber kein Ferrari. Schade, denn ich fahre sein Ferrari. Au! Und die Dutch Viper ist schlimm. Muss so knapp. Oh, die ist echt schnarf. Die Dutch Viper. Mann, war das knapp. So. Na, die letzten Fahrer sind durch. Die 6. Also 5 Fahrer eigentlich. Und ich bin sozusagen der Hauptfahrer. Ja, der ist weg, der Holländer.
Mann, ist es rutschig. Aquaplaning. Das ist nicht gerade der beste Freund. So. Nein! Meine Kodus! Alter, was ist hier? Bitte, FPS, bitte lass es auf die Liste mal fahren. FPS kämpft auch gerade wirklich ein bisschen verrückt. ...986 überlebt. Sternebonus. Noch mehr Sternebonus. Letzte Runde Bonus. Und. Noch mehr Sternebonus. Ich glaube, das ist dafür, weil ich die. Weil ich hier. Die Kurve nicht bekommen habe. Aber wir sind auf dem Podiumsplatz. Das ist sehr gut. Ah, Ausschaltung überlebt. Maximal 3. Ah, das ist leider schade. Nein! Okay, wir werden Zweiter. Ist nicht so schlimm. Ich werde nicht das Rennen neu starten, okay? Wir werden Zweiter. Wir werden ausgeschieden, leider. Zum ersten Mal ausgeschieden. Schade. Aber egal, ist nicht so schlimm. Wir werden immer noch Erster. Haben trotzdem 15.000 bekommen. Das ist irgendwie ironisch, ne? Wir haben so viele Kudu in dem Punkt, dass wir fast schon 15.000... Ja, da kann uns nicht wirklich vieles anhaben. Hier. Wow, es hat sich wirklich viel verändert, nicht? Wir sind immer noch Erster. So, 40. Lebenpunkte. UK Masters. Und somit, Leute, sind wir Erster. Wir haben 155 Kudos. Ich guck mal, was wir holen können. Ja, wir können jetzt nicht wirklich vieles holen. Außer Streckenpaket. Wir holen uns mal kurz was Streckenpaket. So, und somit gucken wir mal kurz. Wir sind Rangliste Erster. Und somit bleiben wir auch Erster. So, ich möchte euch kurz mal was fragen. Ich werde mal kurz mal in meine Garage gehen. Und ich werde mal kurz mal nachdenken. Weil, wie die Leute es nicht wissen, wir haben jetzt schon das Endintro geschafft. Diese Animation, die ihr gesehen habt. Und ich sag mal so, da wir schon Erster sind, frage ich mich gerade, müssen wir jetzt kurz mal, ist das Spiel zu Ende oder ist es jetzt unendlich jetzt? Weil das ist jetzt wirklich schade, dass wir das Spiel so schnell zu Ende bekommen haben. Nur so nach einer kurzen Zeit. Und dazu noch ist es auch wirklich sehr schade, dass wir so viel beendet haben. Guck mal, wir alle Pokale haben. Ja. Wir haben zur Hälfte alle Pokale. Ich guck mal nach, was das Ende ist. Okay? Also ich würde mal zu Hause mal offline... Also zu Hause. Wo spiele ich nicht zu Hause? Nein, ich werde offline mal gucken, was das hier sozusagen das Ende ist oder nicht. Weil wir haben ja gesehen, diese Animation war auf jeden Fall speziell. Wir sind jetzt Erster. So. Und ich würde mal gucken, mit dem nächsten Part darüber diskutieren, ob wir weiterhin normal fortsetzen oder ob das jetzt sozusagen fast das Ende ist.
Also Leute, wir sehen uns dann zukünftig im nächsten Part. Also ciao, tschüss.